Wir stehen hier vor einem der bedeutendsten Bilder unserer Sammlung. Bedeutend deswegen, weil es in der gesamten Geschichte der Berliner Sezession eine ganz herausragende Rolle spielte. Es gibt viele Anekdoten über das Bild. Zwei Fassungen gibt es davon. Walter Leistikow hat dieses Bild, einen See im Grunewald in Berlin, gemalt, einmal als Ölbild. Das hängt in der Berliner Nationalgalerie und einmal als Pastell aus der Stiftung und Sammlung Wolfgang Schuller. Dieses Bild ist eigentlich programmatisch für den Beginn der Berliner Sezession gewesen. Was hat Walter Leistikow mit diesem Bild geschaffen? Dieses Bild wurde damals in Berlin abgelehnt. Es war kritisiert worden, was hat Walter Leistikow da gemalt? Diese ganz einfache Landschaft zu malen, keine heroische, keine idealistische Landschaft, sondern einfach die Gegend, in der er gelebt hat. Der Grunewald, der hohe Himmel, die einfachen Kiefern, das ist die Natur, in der er lebte und das war das neue Zeichen. Es geht nicht darum, was man malt, sondern wie man malt. Der Kaiser Wilhelm II. War gegen das Bild. Er kritisierte, der Wald ist blau. Wie könne ein Wald blau sein? Er würde dort regelmäßig drin jagen und wüsste ganz genau, dass ein deutscher Wald nicht blau ist. Dazu kann man eigentlich nur sagen, dass der Kaiser seinen Adalbert Stifter nicht gelesen hatte, denn der schreibt einmal, als er in Plattenhäuser im Bayerischen Wald war, am Horizont erhebt sich der Bayerische Wald, er ist blau. Und gerade diese Atmosphäre, diese Stimmung in diesem Bild ist so faszinierend. Unspektakulär, aber so ist unsere Gegend, so empfinden wir die Landschaft um Berlin herum, der Grunewald.